Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich teste heute ein Produkt über mehrere Tage. Es sind zwei Produkte aus einer Produktkategorie. Und das eine Produkt habe ich schon letztes Jahr ausprobiert. Und zwar geht es um die Brow Tints. Das sind semi-permanente Augenbrauenfarben. Das heißt, die halten ein paar Tage auf euren Augenbrauen. Letztes Jahr habe ich schon das Maybelline Brow Tattoo Brow ausprobiert. Und letztens habe ich bei meinem Revolution-Einkauf das hier entdeckt. Und zwar ist es das Brow Tint von Revolution. Beides ist semi-permanent. Ich habe beides in der Farbe Medium Brown. Übrigens, Maybelline Tattoo Brow kauft nur Medium Brown. Alle beiden anderen Farben, also Light und Dark, werden entweder grün, also Light wird grün bei mir und Dark wird leider rot bei mir. Ansonsten Medium Brown, darauf schwöre ich. Besonders, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt und einfach nicht so einfach ungeschminkt sein möchte, aber sich ohne Augenbrauen unwohl fühlt, das ist the way to go. Das soll ähnlich funktionieren und ich möchte einfach mal wissen, ob die beiden ja gleich sind, weil ein kleiner Preisunterschied ist doch schon dabei. Die gibt es bald auch natürlich in Deutschland, also die kann man schon bestellen, aber Leute, habt Geduld, bald kommen die Sachen richtig in den Laden rein. Ich mache auf einer Seite die Maybelline Augenbraue rauf und auf der anderen Seite die Revolution Augenbraue. Teste das über mehrere Tage, gucke, wie die Farbe sich entwickelt und wie lange das hält, welche länger hält und so weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Make-up schon fertig, aber meine Augenbrauen sind noch nicht dran. Ich fühle mich ultra nackt und deswegen würde ich mal sagen, starten wir direkt mal mit dem Test. Wir beginnen einfach mal mit der Maybelline Tattoo Brow Seite, weil das Produkt kenne ich, das mag ich, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe schon so oft Leute davon abgeraten, die anderen Farben zu holen, but you know, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Das, was ich am liebsten mache, ist so ein, ich habe jetzt hier so ein Preisetikett, aber man kann auch eine Visitenkarte nehmen oder so. Halte das halt immer so ran, damit ich mich nicht vermale, weil sonst muss ich halt immer ein Wattestäbchen nehmen und korrigieren. Das trage ich hier erstmal auf. Und das mache ich jetzt nochmal auf der unteren Seite. Und das ist nun die Maybelline-Seite. Man muss es mindestens 20 Minuten einwirken lassen und um das beste Ergebnis zu bekommen, also die beste Haltbarkeit, dann halt 2 Stunden. Das werde ich auch machen. Übrigens verlinke ich euch gern auch nochmal das Video mit den Maybelline-Neuheiten, die ich damals vorgestellt hatte. Dann machen wir weiter mit dem Revolution Gel. Es riecht genauso, ist auch so ein bisschen klebrig. Es lässt sich genauso auftragen wie das von Maybelline. Wenn nicht sogar ein bisschen smoother. Es gleitet ein bisschen besser über die Augenbrauen. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen geschmeidiger. Ging dadurch auf jeden Fall schneller als auf der anderen Seite. Aber ich bin echt gespannt wegen der Farbe. Also ich habe Angst, dass es rötlich wird. Darauf habe ich gar keinen Bock. Okay, dann werde ich jetzt beide Augenbrauen 2 Stunden einwirken lassen. Jetzt so vom Auftrag her habe ich euch ja gerade schon zusammengefasst, dass diese Seite sich ein bisschen geschmeidiger auftragen ließ und die andere Seite, da war das Gel ein bisschen dicker. Kann aber auch sein, dass es dadurch länger hält und einfach besser ist auf der Augenbraue. Ich lasse das Ganze jetzt 2 Stunden drauf und komme dann wieder. Und ich hoffe, oh Gott, ich bin schon voll aufgeregt. Hallo, da bin ich wieder. 2 Stunden sind vergangen. Wir ziehen mal die guten Stücke ab. Aber ja, Maybelline habe ich schon mal gemacht. Ich weiß, wie das aussieht. Es sieht natürlich flawless aus. Where's my spoolie? Okay. So, den Rest bürste ich jetzt aus mit meinem Augenbrauenbürstchen. Das ist nun die Maybelline Augenbraue. Sehr, sehr schön eingefärbt. Das Einzige, was ich noch machen würde, also ich war hier nicht ganz sauber hier unten. Also diese Stelle ist noch so ein bisschen lückenhaft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das würde ich dann einfach im Nachhinein so ein bisschen auffüllen, wenn ich mich morgen nochmal schminke. Beziehungsweise nicht, ne, wenn ich noch rausgehe. Wenn ich morgen mich filme, dann werde ich natürlich nichts damit machen. Ziehen wir das hier mal ab. Oh, okay, die lässt sich auf jeden Fall nicht am Stück abziehen. Das ist kein befriedigendes Gefühl, Revolution. Entschuldigung. Aber egal, ich kann es ja hier mit meinem Bürstchen einfach direkt rausziehen.
Es ist so schön. Diese Augenbraue ist so schön ebenmäßig geworden. Also beide Farben sind super, wobei ich finde, dass die Revolution Augenbraue noch ein bisschen ein Ticken aschiger ist. Das Abzieherlebnis war mit der Maybelline Augenbraue besser. Okidoki, dann werden wir mal die nächsten 3 Tage schauen, welche Augenbraue länger anhält. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr auch sehen könnt, welche Augenbraue länger durchgehalten hat. Geil. Nie wieder Augenbrauen nachmalen. 24 Stunden sind nun vergangen, seitdem ich das Augenbrauengel aufgetragen habe. Alle beiden Augenbrauen sehen noch sehr gut aus. Man muss beim Abschminken generell immer aufpassen, dass man jetzt nicht übertrieben über die Augenbraue geht und daran reibt, weil das beeinflusst natürlich alles. Ich versuche so vorsichtig wie möglich zu sein, dass ich auch so lange wie möglich was von meinen Augenbrauen habe. Heute habe ich nichts nachgemalt. Ich war beim Sport. Wir waren draußen, haben Fotos gemacht und so weiter. Viel kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil sich nicht allzu viel geändert hat. Und deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns am zweiten Tag nochmal wieder. Und ich komme in 24 Stunden nochmal wieder. Meine Haare sehen heute crazy lockig aus. Okay, Leute, es sind nun 48 Stunden vergangen, seitdem ich das Augenbrauengel aufgetragen habe. Langsam merke ich, dass die Farben so verblassen. Aber trotzdem sind die noch extrem gut zu sehen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass die Maybelline Augenbraue, seht ihr das? Ein kleines bisschen wärmer wird. Also gerade hier vorne werden beide wärmer, aber im Vergleich zu Revolution ist die Maybelline Augenbraue auf jeden Fall wärmer geworden. Es ist wirklich hier ich meckere noch nicht mal. Ich vergleiche nur die beiden Augenbrauenprodukte. Ansonsten finde ich, dass meine Augenbrauen immer noch genauso aussehen wie vorher. Klar, an den Ecken, gerade hier, wo ich mit dem Make-up-Entferner doch schon mal schneller und ein bisschen kräftiger rübergehe, verschwindet dort die Farbe so ein bisschen und verblasst, aber ich kann nicht meckern. Sie sehen immer noch top aus. Ich muss die immer noch nicht auffüllen, obwohl es mir manchmal in den Fingern juckt, gerade hier so in dem Bereich doch ein wenig rüber zu gehen. Also hier ist hier ist die Farbe doch stärker verblasst als hier. Insgesamt würde ich sagen, dass die Revolution Augenbraue gerade noch besser. Ich kratze mich hier so nebenbei. Also insgesamt würde ich sagen, dass die Revolution Augenbraue besser aussieht, oder? Was sagt ihr? Ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich in jedem Videoabschnitt eine Umfrage reinpacken möchte, damit ihr in jedem Abschnitt entscheiden könnt, welche Augenbraue ihr besser findet. Es ist nun der 4. Tag, an dem ich die Produkte auf meinen Augenbrauen habe. Und 4 Tage sind vergangen. Ich muss sagen, es ist fast komplett verblasst. Also hier ist es auf jeden Fall an den Enden jeweils immer komplett weg. Und das Einzige, wo halt noch Farbe übrig bleibt, ist in dem Bereich hier und hier auch in dem Bereich. Also das sieht man wirklich deutlich. Ab heute würde ich sagen, also gestern war es so, dass ich so dachte, okay, ich würde schon gerne ein bisschen meine Enden auffüllen, aber heute merke ich so richtig, ich werde es jetzt auch gleich machen, muss ich meine Augenbrauen wieder auffüllen. Ich fühle mich etwas nackig. Farbmäßig muss ich immer noch sagen, dass die Maybelline-Seite wärmer ist und die Revolution-Seite immer noch kühl geblieben ist, wobei die Maybelline-Seite doch großflächiger vorhanden ist. Seht ihr, was ich meine? Also hier sieht man immer noch ein bisschen Maybelline-Produkt und hier sieht man auch ein bisschen Revolution, aber es ist weicher. Also farbmäßig mag ich Revolution mehr und haltbarkeitsmäßig mag ich Maybelline mehr. Dennoch muss ich sagen, ich habe jetzt keinen Favorit. Ich würde beide Farben verwenden, ich würde aber wahrscheinlich immer zum günstigeren Produkt tendieren. Oder wenn ich das halt schnell brauche, gerade das Produkt und das alle ist, dann würde ich schon eher nach Verfügbarkeit gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also dann bestelle ich nicht noch erst und warte 5 Tage, bis das Produkt ankommt, sondern würde wahrscheinlich losgehen und schnell mal die Maybelline Tattoo Brow holen. Deswegen müsst ihr mal eure eigenen Erfahrungen sagen. Meine erste Wahl wäre wahrscheinlich Revolution, aber ich wäre auch mit dem Maybelline zufrieden, weil einfach die Farbe besser aussieht und ich mich doch wohler fühle mit einer kühleren Augenbraue. Wie gesagt, bei der Tattoo Brow passt auf, nehmt nicht die anderen Farben, die gefallen mir nämlich null. Die werden entweder grün oder rot, also das dunkle, dark wird rot und light wird leicht grün. Alles in allem war dieser Test sehr aufschlussreich, finde ich. Ich finde, man hat schon Unterschiede gemerkt, sowohl in der Haltbarkeit als auch in der Farbe. Ihr könnt jetzt gerne mal abstimmen, welche Seite ihr jetzt zum Schluss besser findet. Mögt ihr die Maybelline-Seite mehr?
oder die Revolution-Seite. Ihr müsst mir jetzt mal unbedingt schreiben in die Kommentare, ob ihr schon mal solche Augenbrauen-Tattoos bzw. Augenbrauen-semi-permanenten Farben ausprobiert habt. Oder habt ihr noch ein wenig Respekt davor und habt es noch nicht ausprobiert? Dann einfach eure Erfahrungen ab damit in die Kommentare. Dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen gegenseitig helfen und ein paar Unsicherheiten vielleicht wegnehmen, weil semi-permanent ist zwar nicht komplett permanent, aber trotzdem hatte ich am Anfang ein bisschen Angst davor. Ich würde weiterhin beide Farben verwenden bis zum bitteren Ende und mal gucken, vielleicht. Ich bin gespannt, welche ich mir davon nachkaufen werde. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und für mehr Videos solcher Art. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Produkte ich noch so gegeneinander vergleichen soll. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Ich verlinke euch auch nochmal das Tattoo Brow Video, was ich vor einem halben Jahr hochgeladen habe. Abonniert auch gerne den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier geht es rund um das Thema Beauty, manchmal auch ein bisschen Fashion. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.